Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich will auch für die AfD-Fraktion kurz zusammenfassen, was sich ergeben hat aus der heutigen Sondersitzung des Innenausschusses betreffend die Erkenntnisse der Razzia im Reichsbürger Milieu vom 7. Dezember dieses Jahres. Zunächst mal ist völlig klar, dass jede Straftat, die dort jetzt aufgedeckt und sogar auch verhindert wurde durch den frühzeitigen Zugriff, in der Tat eine sehr gute Aktion ist, dass diese Gruppe da hochgenommen wurde, dass diese Straftaten verhindert wurde, dass diese Gruppe praktisch aufgelöst wurde. Das ist zu begrüßen und die geschärfte Sensibilität der Sicherheitsorgane, da ist sozusagen voll dem Problemstand gerecht geworden. Das ist sehr positiv zu sehen und der Bericht des Generalbundesanwalts war sehr detailliert, wie sie das aufgeschlüsselt haben. Und das ist also eine sehr ertragreiche Darlegung gewesen. Gleichwohl gibt es doch auch gewisse Unstimmigkeiten, denn nach dem tagelangen starken medialen Aufschlag von maximaler Eindeutigkeit ist die faktische Einlösung dessen, was da eigentlich passieren sollte, jetzt im Zuge der Erkenntnisse dieser Razzia doch ein bisschen dürftig ausgefallen. Verstehen Sie mich nicht miss, jede einzelne Person, die eine Straftat vorhatte, ist eine zu viel, aber gemessen an der Erzählung, die uns sehr eindeutig nahegebracht wurde, tagelang hier eines Putsches gegen den deutschen Staat, muss man doch sagen, das konnte durch die Erkenntnisse der Razzia nicht wirklich eingelöst werden. Das tatsächliche Personal, es wurde ja gesagt, es gäbe über 2000 gewaltbereite Reichsbürger. Die 50 Personen, die jetzt näher angeschaut worden sind, dabei reichte es auch nur bei der Hälfte etwa, so bei 25, für diese Haftbefehle. Ich will sagen, es gibt doch ein gewisses, vielleicht würde ich, Missverhältnis zwischen der Bevölkerung nahegebrachten Gefährdung und der tatsächlichen Gefährdung. Was gut ist, dass die tatsächliche Gefährdung gering ist, gleichwohl gehört es auch zu den Aufgaben der Regierung, angemessen zu informieren. Man soll vollumfänglich informieren, aber vielleicht die Dinge auch nicht größer zeichnen, als sie tatsächlich sind, was diese 20 Leute angeht. Ähnlich bei der Frage der Bewaffnung, die man bräuchte, um so einen Staatsstreich, der da suggeriert wurde, durchzuführen. Da wurde also geredet von 19 Faustwaffen und 25 Langwaffen und 11 Armbrüsten wurden eigens hinzugefügt. Kann in den Händen von Verrückten und politisch ideologisierten Staatsfeinden jeweils eine zu viel sein, aber ein Staatsumsturz wird dadurch natürlich nicht abgebildet. Vielleicht findet sich das auch wieder in der Art und Weise, wie die Presse vorher eingebunden wurde, dass man doch nicht das Gefühl hatte, dass das so ganz kritische Einsätze sind. Es wurde dann mitgeteilt, dass auch sehr hohe Barmittel gefunden worden sind. Das wurde einmal spezifiziert mit der Zahl 70.000 Euro. Auf Nachfrage kam dann nochmal eine sechsstellige Zahl im niedrigen sechsstelligen Bereich hinzu und die schon mehrfach erwähnten Edelmetalle. Da ist es doch aber jetzt so, man muss, denke ich, sehen, es wurde beschrieben, eine sehr diffuse Szene, das wurde von mehreren Sicherheitsbehördenvertretern dargelegt, eine Mischszene, es sind nicht allein die Reichsbürger, es sind Leute, die gegen Corona-Maßnahmen eingestellt waren, QAnon, Verschwörungsgläubige. Und da wurde in diesen Treffen, so wurde uns berichtet, viel diskutiert seit etwa vorigem Winter, Dezember, November, Dezember vorigen Jahres, als auch Corona noch ein Thema war, ohne dass, wie es hieß, die Teilnahme an solchen Sitzungen einem Beitritt zu der Gruppe gleichgekommen wäre. Also offenbar geronnen aus einer diffusen Diskussionsszene. Neben dieser Frage der Staatsgefährdung, die also von den tatsächlichen Fähigkeiten nicht recht
abgebildet werden kann dieser Gruppen, spielt auch noch eine große Rolle die Zurechnung zu der ehemaligen AfD-Abgeordneten. Da haben wir nachgefragt, ob die kolportierte Ressortzuordnung, ob das eine Zuschreibung von irgendwelchen Leuten aus der Gruppe ist oder ob das von der betreffenden Person affirmiert wurde, ob die sich selber so verstanden hat. Dazu konnte keine Aussage gemacht werden. Also ob das lediglich eine Zuschreibung ist, da gibt es eine Juristin irgendwie, die soll sich um Justiz kümmern. Das muss da offen bleiben. Des Weiteren, der zweite Bezug zu der Person war, dass sie einmal kontaktiert wurde im Zusammenhang mit dem Stichwort Berlin und sie mitgeteilt hat, der Person, die sie dort angerufen hat, dass eine betreffende Woche keine Sitzungswoche ist. Das wurde da also als Wissen weitergegeben. Uns wurde ferner mitgeteilt, dass der Untersuchungsrichter tatsächlich im Gegensatz zum Generalbundesanwalt die Vermutung einer bevorstehenden Attacke auf den Bundestag nicht zur Grundlage seiner Haftbefehle machen wollte. Vielleicht, weil also diese Zuordnungen zu verschwommen sind. Man sieht sowieso nicht recht, was der Bundestag als Legislative mit der Regierung, die im Kanzleramt und in den Ministerien sitzt, als Exekutive groß zu tun haben soll. Klar ist auch, dass ehemalige Abgeordnete müssen ja seit einiger Zeit, das war nicht immer so in der Vergangenheit, aber seit einiger Zeit sowieso selber durch die Sicherheitsschleuse stellen, also gerade dadurch, dass sie ehemalige Abgeordnete sind, kein genuines, sicherheitsrelevantes, höheres Risiko dar. Also man darf sagen, dass diese berichteten Narrative, Staatsstreich und AfD-Zurechnung, die sind hier heute völlig in sich zusammengefallen. Es gab eine Gruppe von Leuten, die in der Tat diesem Staat feindlich gegenüberstehen, aber auf Nachfrage, inwieweit die konkrete Planungen vorangetrieben haben oder Absichten haben, konnte nicht genau detailliert werden, ob tatsächlich einschlägige konkrete Planungen jetzt bevorstanden. Und andererseits auch die Parteizugehörigkeit der sonstigen in Untersuchungshaft befindlichen Personen wurde erst gar nicht erhoben. Da scheint es also noch eine gewisse Unausgeglichenheit des Interesses in der politischen Nutzung des Vorfalls zu geben. Nur um das mal alles zu verstehen, was Sie gerade gesagt haben, das heißt, es gab keine Umsturzpläne? Nein, das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass es keine Umsturzfähigkeiten gab. Und die Art und Weise, wie die Regierung dargestellt hat, dass ein Umsturz bevorsteht, dazu gehören ja zweierlei Sachen, der Wille und die Fähigkeit. Und wir differenzieren jetzt genau zwischen diesen beiden Dingen. Es gab bei einigen Leuten eine, man muss schon sagen, ans Fantastische grenzenden Willen anscheinend, aber diese Gruppe war immer Lichtjahre entfernt von jeder Umsetzungsfähigkeit.